Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem etwas anderen Video. Ich zeige euch heute, wie man in Sony Vegas perfekt rendert, ja, wie die Dateien so durchschnittlich groß werden, wie ihr euer perfektes Let's Play rendern könnt, mit Stimme, mit Sound, mit Bild, alles drum und dran. Kurze Randinfo noch, ich würde in 1080p bzw. in 720p aufnehmen, weil dann hat man es leichter später zu schneiden, sonst entstehen hier so Ränder. Die müsstet ihr dann auch noch wegmachen und das kann ich euch in dem Beispiel jetzt nicht zeigen, weil die eh nicht da sind. Gut, dann starten wir doch einfach mal. Ich habe hier eine Battlefield-Datei. Hier das Bild, der Ton vom Spiel und dann noch zum Beispiel jetzt noch Claudio oder so habe ich auch noch aufgenommen. Und hier meine Stimme mit Outer City. Hier nehme ich meine Stimme gerade auf für das Video, was ich gerade mache. Okay, dann machen wir Doppelklick. Dann erstellt es hier die Scheiße. Hier das Video geht 1 Stunde und 34 lang. Ja, ne? Und dann habt ihr hier noch meine Audiodatei, die könnt ihr reinmachen, die könnt, müsst ihr nicht reinmachen, wenn ihr sie nicht habt, also, ja, das ist es eigentlich, so grob, und sagen wir mal, ihr habt jetzt hier euer Video, das ist natürlich jetzt synchron mit der Stimme, so wäre es asynchron, dann wäre meine Stimme von Outer City nicht perfekt, okay, nehmen wir mal an, ihr wollt jetzt ein Video nicht 1 Stunde 34 lang haben, wie ihr es hier habt, das geht ja 1 Stunde 34, sondern nur, wie geht denn eine durchschnittliche Folge, 20 Minuten, 20, 3, 15 Minuten. Dieses Teil, das gelbe Teil von hier aus bis nach da, oder jetzt gegebenenfalls von hier aus bis nach da, das wäre die Loop-Region, das steht auch hier, also da, da steht es normalerweise, habt ihr ja gerade gesehen, Loop-Region von dort nach dort, also die Zeit quasi. Hier von 0 bis 42. Minute. Könnt ihr exakt ablesen dann. Dann könnt ihr quasi die Loop-Region markieren. Zum Beispiel die ersten 20 Minuten. Dann geht ihr quasi zur Loop-Region hin. Drückt hier drauf, damit ihr es genauer markieren könnt. Dann geht ihr hier hin. Wenn ihr nur exakt 20 Minuten haben wollt, könnt ihr noch genauer dahin gehen. Dann könnt ihr es bis auf die Millisekunde genau abstimmen. Jetzt habe ich ungefähr 20 Minuten quasi. Und dann habt ihr hier 20 Minuten. Aber ich mache es eigentlich immer so, dass ich quasi hier randrücke mit diesem Teil, mit diesem, was weiß ich, was das da ist, Wiedergabescheiß. Markiere ich hier erstmal das ganze Video wieder. Dann gehe ich ungefähr zu einer Zeit hin, klicke hier oben in diese Leiste rein, in die Timeline oder wie sich das nennt, ich weiß jetzt nicht. Klicke ich hier hin, gucke einfach exakt, oh, was könnte es denn ungefähr 20 Minuten sein. Zoome ich hier exakt rein, ja, also ich finde, so ist es genauer. Gucke ich hier, wo es 20 Minuten, gucke ich da, hier hin, ja okay, jetzt haben wir ungefähr 20 Minuten. Das ist nur hier so, wenn ihr noch eine Audiodatei von Outer City oder so habt, normalerweise ist hier dann exakt 20 Minuten oder sowas. Dann geht ihr einfach hier lang, nehmt ihr das Teil in die Hand quasi, so, und führt quasi da lang. Dann könnt ihr einfach raus so mit dem Mausrad und an diesem Loop-Scheißteil da entlang fahren, bis zum Ende hin, noch weiter raus zum und noch weiter rauszoomen und noch weiter rauszoomen, bis ihr dann schlussendlich am Video angelangt seid. Dann könnt ihr einfach entfernen drücken. Bei mir entfernt sich da jetzt nur die Outer City Spur. Normalerweise ist es dann bei euch das ganze Video, wenn ihr keine Outer City Audiospur von euch habt. Dann drückt ihr einfach hier drauf. Das Ganze wird zwar markiert, aber nur das in der Loop-Region wird quasi gelöscht. Drückt ihr löschen und zack, jetzt habt ihr euer Video, was ihr rendern wollt. Meistens ist es dann manchmal noch so, dass ihr hinten noch so ein kleiner Kackstreifen ist, denke ich es mal. Da drückt ihr einfach drauf und macht löschen und dann habt ihr euer Video markiert, weil ich würde die Loop-Region rendern. Wenn ihr weitermacht, wird das einfach hier weiter gerendert quasi, wenn ihr jetzt hier, jetzt hört ihr mich gleich. Wenn ihr jetzt hier auf Play drückt, dann läuft es hier quasi weiter. Also, wenn ihr es dann rendert, läuft es normalerweise weiter, weil ihr rendert ja dann die Loop-Region quasi. Also drückt ihr das an, dann ist das Ganze markiert und so weiter und so fort. Manchmal mache ich es ja noch so, dass ich quasi, ja, hier Text einblende oder sowas direkt am Anfang. Dann macht ihr einfach Videotrack hinzufügen, dann wird ja ein neuer Videotrack erstellt. Das ganz Wichtige ist, dass ihr den hier oben erstellt, weil das ist quasi wie eine neue Ebene, die über dem Ganzen ist. Quasi, wenn ihr die Ebene hier runtersetzt, quasi wenn ihr das Video da hochsetzt und die Audiospur auch, dann ist diese Ebene hier, die obere Ebene, quasi da unten. Und dann den Text eingibt, dann ist es quasi von dem Bild und so weiter verdeckt. Also kann, seht ihr den Text gar nicht, dann habt ihr unnötige Arbeit gemacht. Also würde ich euch raten, hier jetzt das Text, den Text einzusetzen. Quasi sprich, macht ihr jetzt Rechtsklick auf diese Kacke hier, da diese Linie hier, diesen
Videotrack und macht einfach Textmedium hinzufügen. Jetzt dauert es ganz, ganz kurz. Wenn das jetzt mal machen würde. Ja, ist ja geil. Was war das jetzt für eine Aktion? Ich würde gern meinen Scheißtext auswählen. Hier, warte. Ja, so war das nicht geplant, so war das geplant. Dann drückt ihr hier drauf. Normal entsteht da gleich so ein Fenster und nicht so ein Kack. Dann gebt ihr zum Beispiel ein, was weiß ich. Halli. Hallo. Was weiß denn ich? Gebt irgendeine Scheiße ein. Und dann könnt ihr das beliebig hin und her schieben, wo es eintreten soll, was weiß ich. Dann gibt's hier noch so Effekte, das sind die Standardeffekte jetzt. Also ich habe jetzt hier quasi einen Standardeffekt, da könnt ihr noch den Scheiß markieren. Und dann die Schriftgröße auswählen, die Schriftart. Ach, das solltet ihr euch eigentlich auskennen, also so gelähmt könnte man eigentlich nicht sein. Hier noch die Animation. Das zeige ich euch gleich noch, wo ihr die findet. Oder warte, ich mach's einfach jetzt. Da könnt ihr einfach unter Mediengeneratoren gehen und dann seht ihr, könnt ihr euch hier die komischen Effekte anschauen. Das laggt jetzt leicht, weil ich hier noch ein Video im Hintergrund rendern habe. Also ihr seht hier, normalerweise seht ihr es hier jetzt. Da rendert gerade das Battlefield-Video, was ich jetzt eigentlich auch render gerade. Also was ich euch zeige, wie man es rendert. Ja, da gibt es halt die verschiedenen Effekte. Die gibt's. Es gibt natürlich noch mehr. Das seht ihr auch hier. Irgendwie so kacke, irgendwie so Hintergrundscheiße. Jo, ne? Aber hier findet ihr die grundlegenden Effekte. Dann geht ihr einfach hier drauf. Ich glaube, man kann die jetzt auch einfach hier reinziehen, aber da habt ihr auch so quasi... Da müsst ihr das gar nicht mit dem Rechtsklick-Textmedium einfügen machen. Sondern könnt jetzt einfach hier drauf gehen auf dieses grüne Teil. Sucht euch eure Animation aus. Action Flip zum Beispiel wäre das. Dann fliegt es hier so quasi so rein, dreht sich einmal um die eigene Achse und fliegt hin. Action Flip war das, glaube ich, irgendwie so, ne? Ja. Genau. Hab jetzt hier meinen Text eingegeben. Ganz wichtig, ihr könnt jetzt noch weiter reinzoomen. Jetzt geht ihr mal am Anfang. Wenn ihr das jetzt weitermacht, dann wird hier quasi so eine Schnittstelle gemacht. Sprich, wenn ihr jetzt das macht, dann fliegt es weg. So. Und dann kommt es wieder rein. Also dann würde ich euch wirklich raten, quasi nur bis zu dieser Schnittstelle das zu machen, weil sonst kommt es zweimal und einmal reicht ja eigentlich auch. Ja, und dann habt ihr ja quasi euren Text, euer ganzes Video. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, das ist aber eigentlich egal. So, habt ihr euer ganzes Video? Hallo und herzlich willkommen. So, zack, ja, da fliegt's rein, da hat man meine geile Stimme. Ja, bla bla, es laggt halt ein bisschen jetzt, ne? Ist ja logisch. So, dann könnt ihr hier noch, bei Dezibel eure Stimme, ja, lauter, leiser machen. Ist eigentlich egal, könnt ihr lauter, leiser machen. Hier ebenfalls das Aufgenommene und hier könnt ihr zum Beispiel jetzt noch, ja, wie dunkel, wie hell es sein soll. Wie es heller macht, das zeige ich euch jetzt. Ich würde aber euch raten, wenn ihr jetzt quasi bei Dezibel seid, nicht lauter als 6 zu machen, weil dann klingt es verzerrt und quasi, das seht ihr auch, wenn es hier rot wird, in diesem Output-Pegel. Wenn es hier rot wird, dann klingt es verzerrt, also nicht unbedingt verzerrt, aber dann klingt es halt übersteuert. Also ihr könnt jetzt vielleicht 3 machen und hier 1 oder minus 1, wenn ihr zu laut seid oder sonst was. Den Track, den habe ich irgendwie unnötig jetzt erstellt. Track löschen. So. Gut. Wenn ihr noch irgendwas lauter haben wollt, heller haben wollt, zum Beispiel das Video ist jetzt euch zu dunkel oder sowas, dann geht ihr einfach unter Farbkorrektur. Normalerweise müsste es hier sein. Farbkurven, heller, dunkler. Was? Wo ist das denn? Warte. Normalerweise... Warte mal, ich gebe mal heller ein. Normal müsste es doch da sein. Was ist denn jetzt los? Ah, hier. Genau. Helligkeit und Kontrast. So. Dann habt ihr das zum Beispiel. Jetzt merkt euch das mal, dass hier das noch weiß ist. Da ist jetzt noch kein Effekt drauf oder kein Plugin, sage ich mal. Da könnt ihr das verschiedenen Sachen zuordnen, aber ihr könnt es dann noch einstellen. Dann zieht ihr das einfach auf euer Bild. Zock. Und jetzt könnt ihr hier in euer Fenster gucken. Und das so hell machen, dass man gar nichts mehr sieht. Oder so dunkel, dass man gar nichts mehr sieht. Oder einfach euch anpassen, wie ihr es wollt. Ihr könnt dann hier noch mit der Tastatur mit einem Nummernblock eingeben. Hier den Kontrast müsstet ihr ja eigentlich kennen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie so ein Video hochladen wollt, wird keiner angucken. Also macht ihr so ein bisschen den Kontrast raus. Kontrast Center ist ja ganz genau quasi. Irgendwie so könnt ihr gucken, wie ihr es machen wollt. Da gibt es natürlich noch mehr Effekte, aber die zeige ich euch jetzt nicht. Ich will ja nur das grundlegende Rendern euch zeigen. Gut, dann schließt ihr das. Wenn ihr den Effekt raus haben wollt, dann macht ihr einfach alle löschen.
Oder alle aktivieren, alle deaktivieren wird dann hier kommen. Schaut euch an, hier. Ja, bla bla bla. Ist jetzt gerade Fail gewesen, egal. Okay, das Grundlegende wisst ihr ja jetzt. Jetzt habt ihr euren schwulen Effekt mit der Schrift. Jetzt habt ihr euren schwulen Helligkeitseffekt. Und ihr habt eure komische Stimme da aufgenommen. Das mache ich noch ein bisschen lauter, das mache ich so. Okay, jetzt geht's ans eigentliche Rendern. Jetzt geht's ans eigentliche Rendern, sage ich mal. Ja, gut, ne? Jetzt öffnet ihr hier, drückt ihr hier drauf. Ihr müsst natürlich das ganze Video wieder markieren. Ihr drückt einfach hier rein. Mit Doppelklick habt ihr das ganze Video markiert, was ihr haben wollt. Gut, dann wählt ihr euren Ordner aus. Bei mir wird es jetzt Battlefield 4, euren Titel, was weiß ich, Test, bla bla bla. Gut, CUDA bedeutet einfach nur, da geht ihr hier ins Fenster hier rein. Ist denn das? Ach so, ich habe nur Favoriten angezeigt, anzeigen lassen. Dann geht ihr ganz wichtig, um die beste Qualität zu erzielen, geht ihr quasi nicht auf A-Track, Audio, Interchange, Scheißdreck, sondern geht auf Main Concept AVC, slash AAC, in Klammern, ja, das lese ich euch jetzt nicht vor, MP4, AVC, bla bla bla. Drückt es an. Das habe ich jetzt quasi hier. Oder nee, ich zeige es euch jetzt hier. Ihr könnt die Einstellungen ja übernehmen. Das sind eigentlich die gleichen Einstellungen. Geht ihr hier, das Wichtige ist, macht ihr halt nur Loop-Region rendern, dann rendert es halt nur die Loop-Region. Dann geht ihr auf Vorlage anpassen. Drückt das an, also ihr müsst nicht Doppelklick machen oder so, ihr könnt. Nee, könnt, kann man nicht. Gut, dann drückt ihr das an, markiert es quasi einmal. Also einfach andrücken. Geht auf Vorlage anpassen, weil die ist ja normalerweise noch ganz random. So, dann nehmt ihr euch jetzt mal Zeit. Ja, dann nehmt ihr euch jetzt mal ganz kurz Zeit. Könnt hier CUDA auswählen, normalerweise steht dann hier. Warte mal, wo steht denn das? Ach, scheiße, wo steht denn das? Warte mal, ihr könnt jetzt eigentlich auch einfach hier hingehen und Sony Tablet heißt es genau. Geht da drunter, Vorlage anpassen. Das wäre die Vorlage. Könnt ihr einstellen, was weiß ich, 28.000, 14.000, so habe ich es jetzt. Ist eigentlich eine ganz gute Qualität. Jetzt werden wahrscheinlich wieder welche kommen und sagen, nee, das ist scheiße, unnötig, aber ich lasse das so, ist mir jetzt scheißegal. Ja gut, das wären die Einstellungen, dann würde ich das euch noch so empfehlen zu lassen. Warte mal, habe ich hier den Deblocking-Filter an? Warte. Übernehmt jetzt einfach mal diese Einstellung hier. Drückt kurz das Video auf Pause. Das ist halt jetzt für CUDA, weil CUDA geht allgemein immer schneller. Lol. Ja, CUDA geht normal immer schneller, genau. Müsst ihr halt vorher testen beim System, ob es bei euch CUDA oder OpenGL verfügbar ist. OpenGL ist, glaube ich, bei AMD-Grafikkarten und CUDA ist dann ebenfalls bei GeForce-Grafikkarten bzw. Nvidia-Grafikkarten. Gut, da könnt ihr euch ein bisschen rumspielen, ein bisschen selber testen, weil manchmal ist es beim anderen schlechter als beim... Ja, ihr müsst halt gucken, wie ihr das Video aufgenommen habt. So sieht's aus. Gut, dann geht ihr auf Projekt. Ganz wichtig, ihr müsst optimal einstellen, weil Entwurf sieht so verkrieselt, verpixelt, verschissen aus. Das könnt ihr nicht hochladen, also würde ich optimal machen. Ihr könnt ja auch nochmal Vorschaufenster Entwurf, könnt ihr gucken, wie es aussieht halt. Blibla blub. Und dann guckt ihr halt nochmal, warte, was habe ich hier? Ja, Frames 30 reichen eigentlich, weil wenn ihr jetzt 60 macht, das dauert einfach nochmal viel länger beim Rendern und YouTube empfängt quasi nur 30 FPS. Also ist eigentlich unnötig höher zu machen. Also YouTube regelt es runter. Da die Option für 720p, da habe ich glaube ich gerade die Hälfte genommen. 16 ja, Bits pro Sekunde und 8 Bits pro Sekunde. Beziehungsweise 8 Millionen, 16 Millionen. Ja, ist ja eigentlich egal. So sieht's aus. Das habe ich gelassen hier. Audio, Sample Rate 48.000. Weil mehr braucht ihr auch nicht. Das ist einfach eigentlich unnötig. Ihr könnt auch 44.000 nehmen, weil ich glaube, ich nehme jetzt das FrapsNT, glaube ich, immer mit 44.000 auf, aber ich bin mir nicht sicher. Bitrate, das ist halt die Soundqualität. Könnt ihr halt eigentlich auch bei 192 lassen. Die Musik, die ihr hört, ist manchmal bei, meistens glaube ich auch bei 128. Ich weiß es jetzt nicht, wie es heutzutage ist. Ich glaube, die ist heute schon bei 320. Also hier. Bin mir aber nicht sicher, ja. Ja, na, das ist es eigentlich. Das sind die Einstellungen. Könnt ihr nochmal durchgehen. Bliblablub. Jetzt war es gar nicht da. Da, dies, das. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Und hier habe ich Let's Play. Das ist quasi CPU. Hätte ich auch umnennen können, aber ich war zu faul. So, da rendere ich mit CPU. Sind eigentlich die gleichen Einstellungen. Habe ich die gleichen gemacht. Ja, sind die gleichen sogar.
Gut, das eigentliche Rendern haben wir jetzt hinter uns. Also wir haben noch nicht gerendert, aber wir werden es jetzt rendern. Ich markiere das jetzt mal ganz kurz hier. Warte mal. Ich mache jetzt mal, dass ihr es ganz kurz seht. Ich markiere jetzt mal nur einen ganz, ganz kleinen Teil vom Video quasi. Alter, wo ist das? Wo ist es? Hier. Ich will einen ganz kleinen Teil, warte mal. Wo nur so 4 Sekunden geht oder so, damit das mit dem Rendern schnell ist. So, dann geht ihr einfach auf, was ihr haben wollt. Wenn ihr 1080p aufgenommen habt, dann geht ihr hier, seht ihr das Projekt, das eigentliche. Wird mit 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Hier seht ihr die Frame, die 17, das 17.000. Bild ist das jetzt von dem ganzen Video. Das ist euch eigentlich egal, Vorschau, das wird dann nicht gerendert in 960x540, keine Sorge, das ist nur diese Fensterauflösung hier. Das heißt, wenn ihr jetzt das hier verschiebt, dann müsste das sich auch, ja dann halt anscheinend nicht, ist mir jetzt auch egal. Also so, das ist halt die Auflösung von dem Video, das ihr aufgenommen habt, also würde ich euch auch 1080 empfehlen. Aber wenn ihr jetzt ein Video mit 720 aufgenommen habt, also sprich ihr habt im Spiel eingestellt, ja das 1280x720, die Auflösung quasi, könnt ihr jetzt das Video in 720 rendern, aber ich würde es euch dann nicht empfehlen, in 1080 zu rendern, weil das wird dann werden unnötige Pixel quasi hinzugefügt zu dem Video, das ihr nur in 720p aufgenommen habt. Klingt kompliziert, ist aber so, aber ihr könnt quasi von 1080p auf 720p runter rendern, da werden dann keine komischen Pixel hinzugefügt. Da werden eher welche rausradiert sozusagen. Aber es ist auf jeden Fall nicht wirklich ein Qualitätsverlust, wenn dann, ja, ist ein bisschen unschärfer oder so. Aber ich rendere das jetzt einfach mal in 1080p. Ja, ne? Irgendeinen Titel eingeben. Ihr könnt doch das hier löschen. MP4 braucht man nicht weg. Das macht's eh in unseren Einstellungen. Hier haben wir es ja auch. MP4 haben wir hier eingestellt. Geben wir jetzt irgendwann einen Test-Titel ein und dann drücken wir auf Rendern. So, das müsste eigentlich normalerweise gleich fertig sein. Ja. Alter, ja, es rendert, ne? Wunderbar. Das wird jetzt natürlich schneller gehen, wenn mein scheiß anderes Video nicht rendern würde. Seht ihr hier, es dauert noch 49 Minuten. Ist ja geil. Ja, aber da habt ihr auch wirklich die geilste Qualität. Also, wenn ihr die Einstellung übernimmt, ihr müsst natürlich auch ein bisschen Qualität auf YouTube liefern. Ist halt einfach so. Ich hoffe, das ist jetzt gleich fertig. Bla bla bla. Oh, wie spannend, Alter. Ja. Ne? Richtig geil. Da rendert's vor sich hin. Meine Audiospur, wie lange nehmen wir schon auf? Ach, ein geiles Tutorial. 18 Minuten, oder? Jo, wahrscheinlich ein Tutorial mit 18 Minuten. Ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt eigentliche Rendern jetzt so grob verstanden. Muss man halt mal schauen, ne? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Ah, wenn das halt fertig gerendert hat, ist ja egal. Brechen wir jetzt ab. Gut, Leute. Ihr müsst halt gucken, dass ihr immer das Ganze markiert, weil sonst rendert es, wie gesagt, nur den kleinen Teil. Habt ihr jetzt gesehen, ab wo es angefangen hat zu rendern. Ich habe das jetzt halt so gemacht, wie ich es euch jetzt gezeigt habe. Und ob ihr es auch so macht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Es soll ja nur ein Tippvideo sein. Und ja, lasst eine Bewertung da, ob es euch geholfen hat oder nicht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann haut sie in die Kommentare. Ja, rein, würde ich mal sagen. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Let's Play. Wahrscheinlich dann, hören uns eher gesagt im nächsten Let's Play. Wahrscheinlich dann in dem Part oder im Part 29 schon. Ich weiß jetzt nicht, ich lade das glaube ich jetzt schon hoch, ich habe keinen Plan. Okay, dann würde ich sagen, haut da rein. Bis dann und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich natürlich nochmal recht herzlich. Und ja, dann haut da rein.